Es gibt noch immer viel zu tun. Und die Weihnacht rückt immer näher. Da muss etwas gehen, denkt sich der Plotsch. Er läutet schnell in Weihnachtshimmel an, zum Hilfe bestellen. Ja, da kommt nur einer in Frage, sagt der Petrus. Ich schicke dir den Bums. Oje, oje, wenn ich hier an letztes Jahr denke, wird mir fast ein bisschen geschmauch. Mit dem Bums sind doch so viel Missgeschick passiert, denkt sich der Plotsch weiter. Aber sie sind ja jetzt alle ein Jahr älter und sie haben ein bisschen mehr Erfahrung. Das wird also schon gut kommen. Draussen am Fenster vom Kirchenturm surrt etwas umeinander. Man könnte meinen, eine schwarme Wespe. Noch bevor der Plotsch das Fenster öffnen kann, um rauszuschauen, gibt es einen fürchterlichen Tätsch. Der Bums ist mit einem grossen Knall in die Scheibe hineingeflogen. Oh je! Das gibt eine dicke Bühle. Hey, lebst du noch? Rief der Plotsch ganz besorgt. Ja, ja, alles klar. Keine Panik. Es hat nur ein bisschen bumst. Aber der Kopf tut mir jetzt schon ein bisschen weh. Aua. Der Plotsch springt schnell in die Küche, holt ein bisschen Eis aus der Gefriere. Das tut dem Bums gut und die Bühle wird schon ein bisschen kleiner. Bei einem warmen Tee erzählt der Plotsch dem Bums, was er schon alles erlebt hat. Und dass es eben noch viel zu tun gibt. Da läutet plötzlich das Telefon. Hilfe, Hilfe! Rief Florian durch den Hörer. Ich brauche dringend Unterstützung. Heute oben ist doch These oben, das Lamiswil. Und man muss noch so viele Kerzen aufstellen. Und mir sind alle Tasten aus dem Klavier rausgepurzelt, bis ich die jetzt wieder alle einsortiert habe. Das kann ich nicht alles allein. Kein Problem, sagt der Plotsch. Wir düsen gerade los. Und so fliegen der Plotsch, der Bums und der Hoppla gerade los Richtung Lamiswil. Dort ankommen, sehen sie einen Haufen Klaviertasten, verstreut ihr ganze Kille. Und die Kerzen, die sind alle neue Schachteln. Sie überlegen gar nicht lange überlegen und fangen ganz schnell an mit dem Aufstellen der Kerzen. Aber Achtung! Die Gläschen sollten dann ganz bleiben. Und das Laternenpapier sollte auch nicht reissen. Und auf gar keinen Fall brennen. Kommt echt das gut? Ob sie noch alles können parat machen können, sieht man dann heute oben in der Kille. Komm doch auch vorbei. Ein bisschen Musik, ein bisschen singen, das ist etwas für gross und klein.